Redner und keine Rednerin länger als 5 Minuten sprechen darf, wobei Sie als Erstredner zur Begründung eine Redezeit von 10 Minuten haben. Bitte, Herr Klubobmann-Strolz. Matthias Strolz, der Klubobmann der NEOS, mit der Begründung für die kurze Debatte. Herr Vizekanzler, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, liebe Bürgerinnen und Bürger in den Galerien, an den Bildschirmen, zu Hause unterwegs, in den Büros. Das eben ist der Fluch der bösen Tat, dass sie fortsagend immer Böses muss gebären. So schreibt der Schiller. Und dieses Zitat schildert das Verhängnis dieser Bundesregierung. Diese Bundesregierung ist durch Wählertäuschung ins Amt gekommen. Sie hat moralisch keine legitime Basis. Und seit damals kam sie dann auch nicht mehr wirklich vom Fleck. Sie ist nie richtig in den Tritt gekommen, zumindest nicht zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger. Zumindest nicht zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger. Ich kann das sehr gut belegen. Was ist die böse Tat, die am Beginn dieser Regierungsarbeit stand? Sie haben circa ein Jahr vor der Wahl vom Aufsichtsratschef der Hypo Bank damals ein Schreiben bekommen, die Finanzministerin, wo der Hypo-Aufsichtsrat sowie auch die Geschäftsführung etc., alle Expertinnen und Experten dazu angehalten haben, dass sie dringend in eine Abwicklung gehen müssen. Und wenn sie das nicht tun, dann würden und werden sie Milliarden an Steuergeldern, an ihrem Geld, liebe Bürgerinnen und Bürger, die Sie heute zuhören, dann werden sie Milliarden an Steuergeld verbrennen. Was hat SPÖ, ÖVP entschieden? Sie haben entschieden, sie werden diesen Sachverhalt vor der Bevölkerung geheim halten. Sie werden die Bevölkerung bewusst täuschen. Sie werden die Milliarden, die Steuermilliarden hart erarbeiteten der Bürgerinnen und Bürger bewusst in die Hand nehmen, um dieses Hypo-Desaster weiter zu verschleppen. Und sie werden mit der Wahrheit erst ans Tageslicht gehen nach den Nationalratswahlen. Das ist die böse Tat, die zu Beginn dieser Regierungsarbeit stand, auf Kosten der Bürgerinnen, die Bürger und Bürgerinnen getäuscht. Das ist eine Schande, wie ich meine. Und von dieser Schande haben Sie sich nie mehr erholt, habe ich das Gefühl. Sie kamen nie in den Tritt. Wenn man darauf schaut, für was Sie Ihre Macht verwenden, dann habe ich das Gefühl, vor allem für Spielchen, für Mascheleien, für Postenschacher, Stichwort Anwerben von fraktionsfremden Mandataren, Herr Lopatka. Und es ist das Motto dieser Regierung, taktieren, durchlavieren, irgendwie kommen wir schon über die Runden bis 2018. Und die wirklichen Reformaufgaben, die packen Sie nicht an. Die packen Sie nicht an, weil Sie nicht können oder nicht wollen. Oder weil Sie glauben, dass Sie dafür nicht die Kraft haben oder die Aufrichtigkeit. Und deswegen sagen wir NEOS, das kann so nicht weitergehen. Wir können nicht einfach so tun, als wäre nichts und Sie weitermachen lassen bis 2018. Sie machen, liebe ÖVP, liebe SPÖ, Sie machen dieses Land arm. Sie machen die Menschen arm. Sie machen dieses Land arm an Chancen, an Zukunftschancen. Das ist besonders bitter für die jungen Menschen. Und Sie machen natürlich die Menschen arm im wahrsten Sinne des Wortes im Geldbörse. Warum? In den letzten Jahren und in den letzten Monaten intensiviert, ist Österreich auf der Verliererstraße. Wir sind geradezu auf der Beschleunigungsspur auf der Verliererstraße. Wir sind im Abstieg in sämtlichen Rankings, wo wir nach vorne kommen sollten, nämlich Standortvergleiche. Bei der Steuerabgabenquote steigt der Druck laufend auf die Menschen. Staatsverschuldung steigt. Die Arbeitslosigkeit, die galoppiert. Bereits zu Weihnachten werden 500.000 Menschen arbeitslos unterm Weihnachtsbaum sitzen. Auch im nächsten Jahr werden wir nach heutigen Prognosen mit 6-8% Wachstum an Arbeitslosigkeit zu kämpfen haben. Das heißt, wir werden weit über 500.000 Arbeitslose haben im nächsten Jahr, gegen Ende des nächsten Jahres. Das heißt, sie machen die Menschen arm an Jobchancen, an Zukunftschancen und in Geldtasche. Und sie machen die jungen Menschen arm, Bildungsblockade regiert weiterhin. Wir verhärten uns im schlechten Mittelmaß in der Bildung. Sie, ÖVP, Sie, SPÖ, Sie führen Österreich in den Terror der Mittelmäßigkeit. Und das werden wir verhindern.
in den Terror der Mittelmäßigkeit. Natürlich ist das ein Terror, wenn die Zukunftschancen beschnitten werden für die jungen Menschen, wenn die Erwerbseinkünfte sinken, die Reallöhne, die sinken. Und natürlich ist das für die Menschen nicht einfach, damit umzugehen. Und sie sind mit sich selbst beschäftigt und mit dem Absichern ihrer Macht und ihrer Positionen und ihrer Sessel. Und deswegen stellen wir hier heute einen Fristsetzungsantrag, weil wir dieses Spiel nicht mitspielen werden. Weil Österreich hier einen entschlossenen Neustart braucht. Wenn wir so weitermachen, dann fahren wir dieses Land an die Wand und NEOS wird hier nicht mitmachen. Die ersten Zeitungen international schreiben ja bereits, Österreich ist das Griechenland der Alpen. Das haben nicht wir erfunden. Das sagen ausländische Beobachterinnen und Beobachter. Und wenn Sie auf der Beschleunigungsspur, auf der Verliererstraße weiter Gas geben, dann werden wir dort landen, wo andere Länder wie Griechenland eben sind. Sie erinnern sich an den Kuckuck, den ich irgendwann hier geklebt habe. Natürlich. Wenn wir hier aus dieser Verliererstraße nicht ausfahren durch eine komplette Umkehr, dann ist das unsere Destination. Deswegen Fristsetzungsantrag, damit wir morgen auf Basis eines Antrags, der bereits im Verfassungsausschuss liegt, eine Neuwahl beschließen können hier im Haus. Und ich freue mich, dass die Grünen mitgehen. Ich gehe davon aus, dass auch die FPÖ hier mitgeht. Ich hoffe, dass das Team Stronach hier mitgeht. Und wenn Sie aufrichtig sind, dann sollten sich die freien Mandatare auch in den Regierungsparteien fragen, ob das reichen kann, was sie hier zeigen. Aber nein, sie werden der Clublinie folgen, ich weiß es schon. Es wird Neuwahlen geben, früher oder später. Weil die Menschen haben längst begriffen, dass sich das nicht mehr ausgeht. Es geht sich nicht aus in Österreich, es geht sich nicht aus in Wien. In Wien haben wir zum ersten Mal in einem österreichischen Bundesland eine Veränderungsstimmung, wo mehr als die Hälfte der Bevölkerung sagt, so kann es und soll es nicht mehr weitergehen. Und wenn das einzige Argument ist, die Angst vor einer erstarkenden FPÖ, dann sage ich ja, dann warten Sie noch ein, zwei, drei Monate, Jahre. Die Angst wird nicht verschwinden, nur Sie besorgen das Geschäft der FPÖ. Und bevor die FPÖ hier klatscht, muss ich noch einen Gedanken draufsetzen. Die Menschen, die sagen, ja, es läuft eh okay in Österreich, steigende Arbeitslosigkeit, steigende Staatsverschuldung, sinkende Reallöhne, Verfestigung der Bildungsblockade etc., die sagen, ja, das ist gut so und weiter so, die sollen sagen, bitte keine Neuwahlen und die müssen in Wien und sonst wo, die müssen dort rot wählen oder schwarz wählen. Die sagen, nein, es braucht eine Veränderung in diesem Land, die haben zwei Möglichkeiten. Es gibt zwei Kräfte, die für Veränderung stehen. Im Oktober und im September. Und das ist die FPÖ und das ist NEOS. Und das sind die zwei Veränderungsmöglichkeiten für die Menschen. Die eine Veränderung, die nach rückwärts gewandt ist, aus unserer Sicht. Und die eine Veränderung, die in die Zukunft zielt. Die als Kind der Zuversicht aufgebrochen ist 2013. Wir NEOS sind das Prinzip Hoffnung. Und wir werden das hineintragen in diese Republik, in den nächsten Wahlen. Und wann immer die nächste Wahl kommt auf Bundesebene, wir werden da sein als die positive, weltoffene Kraft der Veränderung. Daran arbeiten wir jeden Tag. Und da sind wir auch bereit, Verantwortung zu übernehmen. Dankeschön. Es könne so nicht weitergehen. Es brauche einen Neustart, sagt NEOS-Klubobmann Matthias Strolz. Er kritisiert, SPÖ und ÖVP würden das Land arm machen.